Gestern bin ich auf der Lenzburg gewesen. Und Geschichte von der Lenzburg ist früher, früher. Hat es zwei Ritter gegeben. Der Guntram und der Bertram. Und Dorfbewohner sind zu den Rittern gegangen und haben sich Sorgen gemacht und beklagt, dass ein Drache das Fee geklaut hat. Das ganze Fee aufgegessen und verschleppt von einem Drachen. Der Guntram hat sofort sein Schwert gezückt und ist in die Drachenhöhle mit dem Drachen kämpfen. Aber der Drache war stärker und hat den Guntram ebenfalls aufgefressen. Und dann ist der Bertram gekommen. Ist der Bertram gekommen, hat ebenfalls sein Schwert gezuckt und ist auch in die Höhle gegangen, um gegen den Drachen zu kämpfen. Dann hat er am Drachen seinen Bauch aufgeschnitten, dass der Guntram rauskommen konnte und zusammen haben sie den Drachen tötet. Als Beweis haben sie den Kopf abgeschnitten und zurück ins Dorf gebracht. Da hat es ein grosses Fest gegeben und oben an der Höhle haben sie eine Burg errichtet. Aber im Kampf mit dem Drachen hat der Drache ein Ei legen. Das haben sie nicht gesehen. Eine herrliche Geschichte. Der Guntram und der Bertram ist der Rab von der Schlacht und der glänzende Rab. Die Bedeutung vom Rab ist die Weisheit und die Bedeutung vom Drachen ist Chaos. Das Chaos und das Ungewisse hat das Fee geholt. Die Lebensgrundlage der Leute. Und zum Chaos zu besiegen, ist die Weisheit zu kämpfen. Aber wie das Chaos ist, legt es immer wieder ein neues Ei. Und ich habe meinem Sohn gesagt, dass wenn er ein Ritter will werden, muss er
einen Drachen töten. Und dann hat er gemeint, wäre es nicht besser, einen Drachen zu zähmen? Dann könnte man ihn brauchen. Und dann habe ich gefragt, und? Wie willst du das machen? Dann hat er gemeint, ich fange zuerst mit einem Hase an und dann mit einem Vogel und dann mit einer Schlange. Und so lerne ich jagen. Und wenn ich weiß, wie jagen und wie zähmen, kann ich auch Drachen jagen und zähmen. Er wird Schwert von Guntram brauchen. Und mit dem Guntram wo gefressen wird, muss das Risiko eingehen. Und er braucht das Schwert vom Bentram. Und dann kann ein Drache zähmen. Ein Familienfreund, der mitgekommen ist auf die Burg, hat nach der Geschichte vom Drachen gesagt: so blöd. Es gibt ja gar keinen Drachen. Da habe ich gesagt, Guntram, endlich habe ich dich gefunden. Vor lauter Bäumen hast du angefangen, den Wald nicht mehr zu sehen. Jetzt kannst du rauskommen und zusammen können wir den Drachen töten. Es ist wie der Vater von Pinocchio, der vom Mal verschluckt worden ist. Und nach einer Weile hat er gefunden, da ist es ganz schön. Ich bleib da. Von lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen. Aber zum Glück ist der Pinocchio gekommen. Und zum Glück ist auch der Bertram gekommen. Und zusammen haben sie können den Drachen zähmen. Es ist wie der Hund jagt den Böller und der Tiger beißt den Werfer. Aber vorsichtig, beide beißen.